Die wohl meist diskutierte deutsche Aktie im Moment ist Unipol. Die hat sich nämlich jetzt innerhalb weniger Handelstage fast verdreifacht. Und wir reden hier immerhin von dem ehemaligen MDAX, der jetzt immer noch im SDAX notiert. Alle rätseln, woher dieser Anstieg kommt. Und in diesem Video wollte ich euch alles erzählen, was ihr über diese Aktie wissen müsst. Ob es sinnvoll ist, vielleicht die Aktie jetzt sogar leer zu verkaufen, beziehungsweise ob das überhaupt geht. Und Disclaimer vorab, ich bin aktuell Short bei Unipol. Sei gegrüßt, liebe Bosse, und herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal. Ich komme gleich zur Sache. In diesem Video geht es heute um erstens, was Unipol macht, beziehungsweise was sie bisher gemacht haben. Zweitens Erläuterungen zur aktuellen operativen Lage bei Unipol. Drittens Erläuterungen zur aktuellen finanziellen Lage bei Unipol. Viertens, wie es finanziell weitergehen wird. Fünftens, wie vor diesem Hintergrund der aktuelle Kurs einzuschätzen ist. Und sechstens, um die Frage, ob Unipol aktuell shortbar ist, zum Leerverkauf zur Verfügung steht und wenn ja, ob es sinnvoll ist, das zu machen. Und vorab der Hinweis, ich bleibe hier auf dem Aktienkanal auf jeden Fall dran an dieser sehr, sehr spannenden Thematik. Am Sonntag gibt es im Video auf jeden Fall ein Update zu Unipol und Achtung, ich erkläre euch am Sonntag im neuen Video auch, warum ich jetzt Bitcoin gekauft habe und wie ich das gemacht habe mit deutlichem Abschlag, nämlich auf den aktuellen Kurs, also einfach den Aktienkanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, dann seid ihr am Sonntag dabei beim nächsten Video. So, los geht's. Was macht Unipol? Die Firma gehört zu den drei größten Gashändlern in Deutschland, wisst ihr vielleicht. Und das Geschäftsmodell war es, und die Betonung liegt auf war, langfristig günstige Erdgasbelieferungsverträge mit Gazprom abzuschließen zu Festpreisen und das gelieferte Erdgas dann zu entsprechend höheren Preisen an Stadtwerke, Zwischenhändler und teilweise auch an die Endkunden weiterzuleiten. Also ganz, ganz simpel im Prinzip dieses Geschäftsmodell und auch bombensicher mit einer bombensicheren Marge, denn man bewegt sich ja oder man bewegte sich ja in einem Oligopol. Das heißt, die Kunden hatten quasi keine andere Möglichkeit, als das Gas von einem der wenigen Lieferanten wie Unipol zu beziehen. Das ist natürlich eine komfortable Ausgangssituation. Bombensicher war das Ganze also, bis die Bombe einschlug. Putin drehte den Gashahn zu und mit einem Schlag war das ganze Geschäftsmodell dahin. Dann zweitens die aktuelle operative Lage. Unipol hat jetzt nämlich ein riesiges Problem, denn man hat nicht nur mit Gazprom diese langfristigen Lieferverträge abgeschlossen, sondern auch mit seinen Kunden die langfristige Verträge geschlossen. Daraus ergeben sich jetzt Lieferverpflichtungen und wenn man aber von Gazprom kein Gas mehr bekommt, beziehungsweise nur noch sehr, sehr wenig Gas bekommt, muss man dieses zu extrem hohen Preisen am freien Markt, dem sogenannten Spotmarkt, einkaufen. Die Folge: extrem hohe Verluste. Je nach Gaspreis verliert Unipol ein paar hundert Millionen Euro pro Tag. Heißt, aus diesem bombensicheren Geschäftsmodell ist letztlich eine tickende Zeitbombe geworden. Und damit sind wir bei Punkt 3 der finanziellen Lage. Ihr könnt euch denken, wie die aussieht, wenn ein Unternehmen jeden Tag ein paar hundert Millionen Euro verliert. Unipol meldete für das dritte Quartal, haltet euch fest, einen Verlust von 41 Milliarden Euro. Das ist der höchste Quartalsverlust, den jemals ein börsennotiertes deutsches Unternehmen gemeldet hat. Und im laufenden vierten Quartal bis zum 31.12. diesen Jahres werden weitere massive Verluste hinzukommen. Viertens, wie geht es finanziell weiter? Dafür ein kurzer Blick zurück. Wir haben Unipol als Börsenneuling im Jahr 2016 gehabt, als Ausgliederung von E.ON mit einem relativ hohen Schuldenberg. Damals an die Börse gekommen. 2019 lag die Nettoverschuldung noch bei 1,9 Milliarden Euro und bis Ende 2021 gelang es, diese Verschuldung auf nur noch 324 Millionen Euro zurückzufahren. Die Firma stand wieder richtig gut da. Der freie Cashflow in 2021 war bei beeindruckenden 2,9 Milliarden Euro. Und das war auch der Grund dafür, warum die Aktie sich seit der ersten Notiz richtig gut entwickelt hat. Seht ihr hier im Chart, der Kurs war von 10 Euro im September 2016 bis auf über 40 Euro im Spätherbst letzten Jahres gestiegen. Aber logischerweise kann kein Unternehmen es sich leisten, derart katastrophale tägliche Verluste über einen längeren Zeitraum einzufahren. Das kann niemand stemmen und irgendwann musste Unipol SOS funken und aufgrund der strategischen Bedeutung des Unternehmens sicherte dann der Bund, die Bundesrepublik Deutschland, auch zu Hilfe zu leisten und zwar in der Form, dass man jetzt Unipol verstaatlichen will, sofern die Aktionäre dem am 19. November bei der außerordentlichen Hauptversammlung zustimmen. Das dürfte aber nur eine Formsache sein, weil man mit dem Großaktionär Fortum aus Finnland bereits Einigung erzielt haben und die halten knapp 78% der aller Aktien. Der Bund und muss
Der Bund will und muss und wird auch Geld in Uniper reinschießen, nämlich satte 8 Milliarden Euro. Und jetzt bitte Nebenbeschäftigungen einstellen, zuhören, denn jetzt wird es entscheidend. Bei einer Kapitalerhöhung werden neue Aktien ausgegeben. Bei 8 Milliarden Dollar zu 1,70 Euro je Aktie bedeutet das, es werden ziemlich exakt 4,7 Milliarden Euro neue Aktien ausgegeben. Bisher gibt es 366 Millionen Aktien, heißt nach der Kapitalerhöhung werden 5,07 Milliarden Aktien ausstehen. Der Einfachheit halber rechnen wir mit 5 Milliarden Aktien. Aktuell Stand Mittwoch, den 23.11. 11.30 Uhr notiert die Aktie bei ca. 7 Euro. Das heißt, wenn man die Kapitalerhöhung mit einberechnet, liegt die Marktkapitalisierung voll verwässert, wie die Experten sagen, bei 35 Milliarden Euro. Das ist ganz einfache Arithmetik, Marktkapitalisierung gleich Zahl der ausstehenden Aktien mal Kurs. Wichtig dabei, das Bezugsrecht für die freien Aktionäre, also für Privatanleger wie uns, ist ausgeschlossen. Das heißt, nur die Bundesrepublik Deutschland hat das Recht, die Aktien zu 1,70 Euro je Stück zu kaufen, nicht die Privatanleger und sonstige Anleger. Und diese 1,70 Euro je Aktie, die zahlt Deutschland auch dem bisherigen Großaktionär, den gerade angesprochenen Fortum aus Finnland. Punkt 5. Wie ist jetzt vor diesem Hintergrund der aktuelle Kurs einzuschätzen? Nun, selbst wenn man keine Ahnung von Kapitalerhöhungen hat, keine Ahnung von Börse hat, dann sagt einem, denke ich, schon allein der gesunde Menschenverstand, wenn die Kapitalerhöhung zu 1,70 Euro kommt und der Großaktionär Fortum, der bisher knapp 78% aller Uniper-Aktien gehalten hat, von der Bundesrepublik Deutschland auch nur 1,70 Euro je Aktie bekommt, macht es dann eigentlich Sinn, jetzt die Uniper-Aktie am freien Markt für 7 Euro zu kaufen? Wohl eher nicht. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn ich Eintrittskarten für ein BVB-Heimspiel in 1A-Lage für 320 Euro über Viagogo kaufe, obwohl die eigentlich nur 80 Euro kosten, nur um dabei zu sein. Dann würden einige von euch vielleicht sagen, okay, selbst diese 80 Euro sind beim BVB noch viel zu viel im Moment, angesichts dieser katastrophalen Abwehr und den völlig überforderten Sechsern im defensiven Mittelfeld, den Zweien, stimme ich zu 100% zu. Und ähnlich ist aber die Situation bei Uniper eben auch. Selbst diese 1,70 Euro, die die Bundesrepublik Deutschland bezahlt, sind eigentlich noch viel zu viel. Denn 1,70 Euro je Aktie entspricht bei 5 Milliarden ausstehenden Aktien einer Marktkapitalisierung von 8,5 Milliarden Euro. In seiner allerbesten Zeit, Ende 2021, hat die Uniper eine Marktkapitalisierung von 15 Milliarden Euro. Das heißt, diese 1,70 Euro je Aktie, die der Bund bezahlt für die Kapitalerhöhung und ein Fortum, die sind äußerst großzügig. Aus rein finanziellen Erwägungen ist es immer noch viel zu viel. Es ist gut möglich, dass der Bund im kommenden Jahr noch weiteres Geld in Uniper schießen muss, also eine weitere Kapitalerhöhung ansteht und dann quasi die Verwässerung der bisherigen freien Aktionäre noch viel weiter fortschreitet. Und es ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar, ob Uniper jemals wieder Geld verdienen wird und wie sie das überhaupt anstellen möchten dann. Uniper hat kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr im Moment. Und natürlich laufen irgendwann diese Verträge aus mit den Stadtwerken. Dann kann man sagen, okay, man verhandelt neu. Es gibt jetzt Spekulationen, dass man Flüssiggas aus den USA importieren kann. Und vielleicht lässt sich auf dieser Basis irgendwann wieder ein funktionierendes Geschäftsmodell aufbauen. Aber bis das soweit sein wird, sind die Schulden so hoch geworden, beziehungsweise hat Uniper so viel Geld verloren und mussten so viele neue Aktien ausgegeben werden, dass quasi die freien Aktionäre längst so stark verwässert worden sind, dass ihnen quasi nichts mehr an Uniper gehören wird. Und genau, es gibt ja noch diese Spekulation, dass die freien Aktionäre vom Bund eine Abfindungszahlung bekommen könnten, wenn sie quasi aus der Aktie rausgedrängt würden. Hintergrund ist der, wenn jemand, ein einzelner Aktionär, über 95% an der Aktie hält und die Aktie ist im geregelten Markt gehandelt, dann darf man quasi die restlichen Aktionäre rausdrängen. Man kann die dazu zwingen, ihre Aktien zu verkaufen, muss aber ein entsprechendes Abfindungsangebot dann denen machen. Und dieses Abfindungsangebot orientiert sich wiederum am inneren Wert der Aktie, der wiederum von einem externen Wirtschaftsprüfer festgelegt wird. Und dann können die Freien tatsächlich rausgequetscht werden, daher Squeeze Out. Das Problem ist nur, in der jetzigen Situation liegt der faire Wert einer Uniper-Aktie nur aus meiner Sicht bei knapp über Null. Wenn man so ein Gutachten jetzt erstellt und rein nur Fakten und Zahlen da mit einberechnen. Das wird derjenige machen, der das Gutachten erstellt. Und das Allerhöchste, was ich mir deshalb vorstellen kann, ist, dass der Bund aus Kulanz vielleicht eine Abfindungszahlung auch in Höhe von 1,70 Euro an die freien Aktionäre durchführen wird, damit man die nicht benachteiligt.
Dass es mehr werden als 1,70 Euro, das halte ich fast für ausgeschlossen. Dass es weniger sein wird, beziehungsweise der Bund einfach gar nichts macht und die Dinge ihren Lauf nehmen lässt und zuschaut, wie die Aktie langsam Richtung 0 Euro wieder fallen wird, das halte ich dagegen für durchaus nicht unwahrscheinlich. Also Antwort auf die eingangs gestellte Frage, der Kurs von Uniper ist im Moment dramatisch zu hoch. Damit kommen wir jetzt zum sechsten und letzten Punkt. Wenn der Kurs dramatisch zu hoch ist, ist doch super, wird vielleicht der eine oder andere von euch sagen. Dann setzen wir halt auf fallende Kurse und machen einen fetten Reibach. Die Frage ist nur, wie? Es gibt die Möglichkeit, die Aktie entweder direkt zu shorten, also die Aktie leer zu verkaufen. Diese Möglichkeit haben allerdings nur wenige Anleger, nämlich diejenigen, die einen Broker nutzen, der das Short-Selling überhaupt anbietet. Für deutsche Anleger kommen da eigentlich nur Interactive Brokers, Sino oder Retrade in Frage. Das Problem ist nur, dass diese Idee offenbar schon ziemlich viele Anleger gehabt haben, die Aktie zu shorten, denn der Pool an Uniper-Aktien, die überhaupt für die Aktienleihe noch zur Verfügung steht, der ist extrem klein geworden. Und mein Broker, Interactive Brokers, die melden zum Beispiel jetzt, die Aktie steht nicht mehr zum Leerverkauf zur Verfügung, also Pech gehabt. Und die zweite Möglichkeit, die besteht theoretisch darin, entweder Hebelzertifikate zu kaufen, also sogenannte Bear-Hebelzertifikate, mit denen man auf fallende Kurse setzen kann, oder eben einen Optionsschein, mit dem man auf fallende Kurse setzen kann, einen sogenannten Put. Aber bei Bear-Hebelzertis ist es so, dass es nur welche gibt mit einem Basispreis, der dramatisch oberhalb des aktuellen Kurses liegt. Hier mal ein Ausschnitt von der Comdirect-Seite ist der, nämlich bei 18,63 Euro bis 43,26 Euro. Das ist so weit weg vom aktuellen Kurs, dass der Hebel hier in dieser Übersicht gar nicht mehr ermittelt wird, beziehungsweise die Emittenten stellen hier ohnehin gar keine Kurse mehr. Das heißt, de facto sind diese Zertifikate auf Uniper nicht handelbar, nicht mehr handelbar, und wenn doch, könnte man kaum Geld damit verdienen. Was mit Puts? Nun, da gibt es gerade mal noch zwei Scheine, die überhaupt gehandelt wurden. Im Moment habe ich hier auch für euch mal rauskopiert. Auch hier das gleiche Spiel. Die Basispreise liegen mit 18 bzw. 14 Euro sehr deutlich über dem aktuellen Kurs. Das heißt, die Scheine sind sehr weit im Geld, sagt man. Die implizite Volatilität, die ist auch extrem hoch durch die extremen Schwankungen, die die Aktie in letzter Zeit gehabt hat. Das heißt, auch Mist. Und auch hier, die Emittenten stellen gar keine Kurse mehr. Das heißt also auch hier, Put-Optionsscheine nicht handelbar. Na toll, sagt ihr jetzt vielleicht. Da gibt es endlich mal eine Aktie, wo man klar sieht, okay, die ist wirklich überbewertet, und dann kann man nicht auf fallende Kurse setzen. Schöner Mist. Und ich verrate euch was. So ist es leider ganz oft an der Börse. Dann sagt ihr vielleicht, okay, aber diejenigen, die die Aktie doch bereits geschortet haben, die haben doch jetzt das Goldene losgezogen. Und ich sage euch, auch nicht unbedingt. Zum einen durften viele schon bei 3 Euro, bei 4 Euro oder bei 5 Euro geschortet haben, weil die Aktie ja auch da schon dramatisch überbewertet war. Und meine Theorie ist, und die Theorie ist nicht sonderlich verwegen, dass hier einige im ganz großen Stil geschortet haben, sich verkalkuliert haben und nun in Panik wieder ihre Aktien zurückkaufen müssen, um ihre Verluste zu begrenzen und deswegen auch den Kurs dann so hochtreiben damit. Und das ist dann kein Squeeze-Out, sondern das ist ein Short-Squeeze. Und letzteres ist deutlich schmerzhafter als ein Squeeze-Out. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und selbst diejenigen, die höher geschortet haben, haben auch ein Problem. Ich zum Beispiel, ich habe gestern noch ein paar Stücke zu 7,85, 5 Euro im Schnitt Short bekommen. Ich habe gestern tatsächlich zum ersten Mal geschortet. Also ich stehe eigentlich ziemlich gut da. Aber ich habe heute folgende Nachricht von Interactive Brokers in meiner Mailbox gefunden. Ihr könnt das hier selber durchlesen. Ich will nicht die ganze Nachricht jetzt hier vorlesen. Ist die Originalnachricht. Fazit des Ganzen. Es kann jederzeit passieren, dass ich eine weitere Nachricht von IB erhalte und meine Short-Position dann umgehend bis Handelsende schließen muss. Beziehungsweise wenn ich das nicht mache, wird die Position von Interactive Brokers automatisch geschlossen. Einfach weil IB selber keine Stücke mehr im eigenen Bestand hat, die sie verleihen könnten, beziehungsweise auch selber keine Stücke mehr bekommen, die sie wiederum an ihre Kunden verleihen könnten. Und das ist eben einer der ganz großen Nachteile beim Shorten. Man hat den Faktor Zeit gegen sich. Man muss nicht nur grundsätzlich richtig liegen, was in dem Fall, wo ich mir in dem Fall ziemlich sicher bin, sondern man muss das Timing auch richtig gut hinkriegen. Sonst muss man zu höheren Kursen eindecken, unter Umständen einen hohen Verlust realisieren und dann gefrustet dabei zusehen, wie der Kurs danach fällt, ohne dass man selber dabei ist mit der Short-Position. Fazit: Börse ist nicht einfach, Shorten erst recht nicht, aber wir kämpfen weiter. Tschakka!
Wie gesagt, Update am Sonntag von zu dem Ganzen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Armin Brack. Ciao, ciao.